Ab dem Sommer 1943 begannen die US-amerikanischen und britischen Luftstreitkräfte massive Einsätze auf die Städte des Dritten Reiches zu fliegen. Über dem Himmel Deutschlands entwickelte sich ein erbitterter Luftkrieg. Die USA setzten verstärkt den leistungsfähigsten Bomber seiner Zeit, die B-17 Flying Fortress, ein, um die tödliche Bombenlast zu den deutschen Städten zu bringen. Obwohl dieser Bomber viele MGs zur Verteidigung hatte, war er dennoch verwundbar gegen die flinken und schnellen deutschen Jagdflieger. Aus diesem Grund wurden die Bomber nun immer mit US-Jägern, welche diese beschützen sollen, in den Einsatz geschickt. Eine herausragende Einheit von schwarzen US-amerikanischen Jagdpiloten, die sogenannten Tuskegee Airmen, konnten sich in diesen Kämpfen durch ihren Einsatz und ihr Können uneingeschränkten Respekt und Anerkennung erarbeiten. Diese farbigen Piloten konnten um die 400 deutsche Jagdflugzeuge abschießen, mit einem Verlust von 66 Mann, und konnten dadurch ihren Beitrag zum Ende des Dritten Reiches leisten. In den nächsten Minuten gehen wir ungefähr 80 Jahre zurück in die Vergangenheit und begeben uns in die verheerenden und blutigen Luftgefechte über Deutschland. In diesem Video werden wir das Leben eines US-amerikanischen Tuskegee-Piloten näher beleuchten. Welches Flugzeug hat er geflogen? Wie sah sein Einsatztag aus? Und welcher Kritik und anfänglicher Nichtanerkennung war er und seine farbigen Kameraden ausgesetzt? Los geht's! Die Tuskegee Airmen im Zweiten Weltkrieg zeichneten sich dadurch aus, dass ihr ganzes Personal aus farbigen Piloten bestand. Diese Piloten mussten sich in dieser Zeit der Rassentrennung in den USA nicht nur den Feind im Himmel bekämpfen, sondern mussten auch gegen Vorurteile, Benachteiligungen, Demütigungen und Erniedrigungen in ihrem eigenen Land und in der US-Armee ankommen. Denn die Rassentrennung hatte in den USA noch bis zum Jahre 1948 Bestand. Trotz oder dieser zahlreicher Schikanen wurden sie eine der besten US-Einheiten des Zweiten Weltkrieges. Am 22. März 1941 aktivierte Präsident Franklin D. Roosevelt das erste Kampfgeschwader aus rein farbigen Piloten. Am 7. März 1942 beendeten die ersten Kadetten ihre Ausbildung auf dem Tuskegee Army Airfield und gehörten zu den ersten afroamerikanischen Militärpiloten des Landes, welche heute als die Tuskegee Airmen bekannt sind. Um das Leben als US-amerikanischer Tuskegee-Pilot im Zweiten Weltkrieg besser nachvollziehen zu können, stelle ich euch unsere Hauptfigur in diesem Video vor. Leutnant Harry O. Davis. Draußen schreiben wir das Jahr Juli 1943. Und unser Harry befindet sich gerade auf dem Basisflugplatz der 99th Fighter Squadron, welche sich in der Nähe der sizilianischen Stadt Licata ist. Diese Basis hat ein Personal, welches ausschließlich aus farbigen Piloten, Offizieren und Hilfs- sowie Versorgungstruppen besteht. Die 99 Fighter Squadron wurde in den USA Tuskegee, Alabama aufgestellt und ausgebildet und seit April 1943 nach Sizilien verlegt. Im gesamten Zweiten Weltkrieg wird die Stärke der farbigen Tuskegee-Piloten 1000 Mann betragen, sowie 15.000 Mann an Navigatoren, Mechanikern, Logistikern, Köche und andere Hilfskräfte. Unser Harry trägt die typische Fliegeruniform der United States Army Air Force. Diese Ausgehuniform besteht aus einem khakifarbenen Waffenrock, einer hellbraunen Hose und einem Schiffchen mit einem goldenen Balken für den Rang eines Leutnants. Weiter trägt er die typische amerikanische Fliegerjacke in Nussbraun. Wenn es dann doch ins Flugzeug geht und eine Mission startet, trägt er im Flugzeug die Rettungsweste Modell B3. Weiter trägt er eine Schirmmütze mit dem amerikanischen Adler in Gold. Unser Harry fliegt aktuell das Curtiss P-40 Warhawk Kampfbomberflugzeug, welche nun im Jahre 1943 schon überholt und verschlissen ist. So kommt es ab und zu vor, dass im Flugeinsatz Motoröl austritt und die Gefahr besteht, dass der Flugmotor überhitzt. Weiter kommt es vor, dass die Anzeigen auf dem Armaturenbrett im Cockpit nicht exakt die Werte anzeigen, welche korrekt sind. Dass die 99th Fighter Squadron mit diesen alten Flugzeugen ausgestattet ist, hat den Ursprung, dass die US-Regierung
skeptisch an den Fähigkeiten der farbigen Piloten wie unseren Harry hegt. Zu dieser Zeit gibt es Menschen in den USA, welche denken, dass den farbigen Piloten Intelligenz, Geschick, Mut sowie Patriotismus fehlt. Somit bekommen die Piloten der 99th Fighter Squadron zunächst diese alten Flugzeuge und werden auch hier diskriminiert. Doch eine Untersuchung der US-Regierung wird feststellen, dass die Tuskegee-Piloten sogar mehr Einsätze geflogen und gleich viele Ziele am Boden als auch in der Luft vernichtet haben, als vergleichbare weiße Einheiten. Die Aufgabe von unserem Harry hier auf dem Kriegsschauplatz in Sizilien ist es, mit seinen Kameraden Bodenangriffe auf Lastkraftwagen und andere Transportmittel der Deutschen zu fliegen, welche sie während ihrer täglichen Patrouillenflüge entdecken. Weiter werden auch Transportlokomotiven der Deutschen angegriffen. Diese Aufgabe ist nicht immer leicht, da die Lokomotiven mit Flugabwehrgeschützen ausgestattet sind. Doch meistens werden auch diese Ziele von unserem Harry ausgeschaltet. Die 99th Fighter Squadron bleibt auf Sizilien und unterstützt die amerikanischen Bodentruppen mit ihren Einsätzen bis zum Oktober 1943. Die Heckflügel des Flugzeugs von unserem Harry sind rot bemalt, was das typische Kennzeichen der Tuskegee-Piloten ist und somit ihre Einheit repräsentiert. Es wird auch einige Geschwader des Tuskegee-Piloten geben, bei welchen der Motor rot bemalt ist. Mittlerweile schreiben wir den Juli 1944 und die Einheit von unserem Harry befindet sich gerade in 10.000 Meter Höhe über Deutschland. Nun wurde die 99th Fighter Group in die 332th Thief Fighter Group eingegliedert und wurde jetzt mit dem neuen North American P-51B Mustang ausgestattet. Dieses Jagdflugzeug hat eine höhere Reichweite, eine bessere Bewaffnung, eine stärkere Panzerung und bessere Wendigkeit. Gerade begleitet unser Harry und seine Staffel ungefähr 1500 amerikanische B-17-Bomber auf ihren Flug auf die bayerische Hauptstadt München. Bei diesem gewaltigen Angriff werden die kriegswichtigen BMW-Werke und der transportwichtige Ostbahnhof ins Visier genommen. Unser Harry und die anderen Tuskegee-Piloten sind nur ein Teil des Begleitschutzes. Des Weiteren wird diese riesige Armada an B-17-Bombern von weiteren 40 Jägerstaffeln begleitet. Die US-amerikanischen Bomber und die Jagdflugzeuge haben ihr Ziel noch nicht erreicht und befinden sich gerade über der deutschen Stadt Frankfurt am Main. Noch scheint alles ruhig zu sein und die Bomberformation fliegt routinemäßig ihren Weg. Doch plötzlich tauchen ungefähr 500 Meter oberhalb deutsche Jagdflugzeuge auf. Es handelt sich um erfahrene Piloten, welche das deutsche Jagdflugzeug Messerschmitt Bf 109G fliegen. Ganz vorne fliegt die Führungsmesserschmitt mit einem gelb bemalten Motor. Die deutschen Jagdflugzeuge kommen immer näher und eröffnen ohne Umwege das Feuer. Es entsteht ein schrecklicher Luftkampf. Sofort wird ein B-17-Bomber getroffen, fängt Feuer und geht zum Sinkflug über. Und dann noch einer und noch ein weiterer B-17-Bomber werden von den deutschen Jägern schwer getroffen. Ohne zu zögern, nimmt unser Harry und seine Staffel die Verfolgung auf. Nach ein paar Bewegungen nimmt unser Harry die Bf 109 in Visier und schießt. Die Messerschmitt wird schwer getroffen und geht in Flammen auf. Die Kameraden von unserem Harry schießen auch weitere deutsche Jagdflugzeuge ab. Nach einigen Stunden erreichen die B-17-Bomber ihr Ziel und werfen die tödliche Ladung ab. Die Tuskegee Airmen flogen 15.533 Kampfeinsätze auf 1.578 Einsätzen während des Zweiten Weltkriegs. 55 Fliegern wurde zugeschrieben, 112 deutsche Flugzeuge in der Luft zerstört zu haben. Drei Flieger, First Lieutenant Roscoe Brown, First Lieutenant Earl R. Lane und der zweite Leutnant Carl Pfiff Brantley, haben am 24. März 1944 drei Messerschmitt Me-262 Düsenjäger über Berlin abgeschossen. Drei weitere Piloten, Kapitän Edward Toppins, Kapitän Joseph Ellsbury und First Lieutenant Lee Archer, schossen während ihres Dienstes in Europa vier Flugzeuge ab, aber kein Tuskegee Airman bekam den begehrten fünften Kill, der sie in die seltene Ass-Kategorie gebracht hätte. Die Tuskegee-Piloten zerstörten weitere 150 Flugzeuge am Boden, sowie etwa 950 Triebwagen, Lastwagen und andere Kraftfahrzeuge. Das war es heute zum Leben eines farbigen US-amerikanischen Tuskegee-Piloten im Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen.
Wenn ja, lass bitte ein Abo und einen Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.